Mein Name ist Karen Schade und ich bin hier an der Oper Wechselhornistin. Also wir sind 9 Mitglieder in der Horngruppe, wobei wir 5 weibliche Hornistinnen sind und 4 männliche Hornisten. Und wir haben 4 hohe Hornisten und 4 tiefe Hornisten. Und ich bin die Einzige, die wechselt zwischen hoch und tief. Ja, der Rosenkavalier ist als Hornist unglaublich anspruchsvoll. Technisch, von der Kraft, von der Ausdauer. Und es macht unglaublich Spaß zu spielen. Das spürt man natürlich jetzt auch, gerade bei den BOs, die wir da hatten jetzt in den letzten Tagen. Strauß und Stuttgart. Da gibt es eine, wie soll ich sagen, metaphysische Verbindung. Die Tatsache, dass Ariadne auf Naxos vor über 100 Jahren in Stuttgart uraufgeführt wurde, dass es das Notenmaterial noch von damals gibt, dass zum Beispiel das Harmonium, was damals gespielt wurde, immer noch im Haus ist und immer wieder gespielt wird. Da gibt es wirklich eine Tradition, ein Bewusstsein von dieser Musik und es ist mir jetzt wirklich wieder bewusst geworden, wie tief das in diesem Orchester, in dieser Orchestersprache als Klang verwurzelt ist geradezu. Strauß-Opern, muss ich sagen, reizen einen sehr, die machen viel Spaß, weil kein anderer Komponist seiner Zeit und eigentlich auch fast überhaupt sich so mit Horn auskannte wie Richard Strauss. Also der ist eigentlich fast ein geborener Hornist und war eigentlich auch derjenige, der das Hornspielen eigentlich weitergeführt hat in den Orchestern. Hört man immer wieder, es gibt ja ein sehr Strauss-affines Publikum und große Strauss-Kenner im Publikum, die Werke sehr gut kennen. Und ich glaube, das werden auch die Menschen sein, die sich jetzt schon auf Salome, was wir in der nächsten Spielzeit als Neuproduktion machen werden, sehr freuen werden. Und ich hoffe, alle anderen natürlich auch. Also ich bin gerne in diesem Orchester und vor allen Dingen auch gerne in meiner Horngruppe. Ich fühle mich sehr wohl mit meinen vielen Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist immer eine Herausforderung, zum Dienst zu kommen, weil es ist einem ja bewusst, dass jeden Abend Menschen da sitzen, die eine große Erwartung an einen haben. Man muss sich ständig disziplinieren. Also insofern ist das für mich immer eine bleibende Herausforderung, die ich gerne meister. Das, was unsere Arbeit ausmacht in der Oper, in der Musik überhaupt, also ob Sänger, ob Musiker, dass wir sind nur dann gut, wenn wir zusammen sind, wirklich perfekt zusammen sind. Und man kann nur perfekt zusammen sein, wenn man sich sehr genau gegenseitig zuhört. Und das muss man vielleicht immer wieder sagen, was für einen besonderen Ort wir hier haben, in Opernhäusern, in Konzertsälen, wo dann hier im Haus 1400 Leute dahin kommen, um zuzuhören, einen Raum sich suchen,
wo es nur ums Zuhören geht. Und das finde ich etwas so Kostbares, wofür es sich zu streiten lohnt und wofür wir alle kämpfen sollten, dass es weiter in dieser kostbaren Form bestehen bleiben kann. Thank you.